Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Ich bin gerade dabei, bei Feld 33 das Stroh einzusammeln. Ich mache mal eben schnell klein, dann könnt ihr das auch sehen. Zack, jetzt bin ich da oben. Ja. Dann probiere ich, ob ich bei dem neuen Feld die Steine sammeln kann oder ob ich da pflügen muss. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Da ist der Traktor gerade unterwegs dahin. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an nach dem Intro. So, da sind wir jetzt bei Feld 16 und jetzt gucken wir mal, ob die Bürststeine runtergehen. Nee, natürlich nicht. Da muss ich dann wohl doch den Pflug drüber. Na ja gut, wenn ich das schon machen muss, dann mache ich mir jetzt das Feld auch mal so richtig. Obwohl, dann mache ich mal gucken. Hier wird ja alles schön bis zum Rand gemacht. Diese Seite ist okay. Wie es mir aussieht. Mal da oben gucken. Ja, das hat auch so eine leichte Rundung, damit alles bis zum Rand gemacht wird. Nee, ich glaube, mit dem Feld brauche ich gar nichts machen. Das sieht gut aus. Ja, da ist es auch bis zum Rand. Das lassen wir mal so. Da mache ich jetzt gar nichts. Ich stelle mal den Steinsammler da auf die Seite. Dann werden wir mal den Pflug bemühen. So. Nee, komm, aussteigen, zack. Ach, das ist schon der, verdammt. Doch nicht. Das sieht man doch richtig. Zack. Pflug, 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 wo bist du? Pflug? Da, der große, da ist doch der Pflug. Tadam! Wir haben da natürlich noch keinen Kurs. Den müssen wir jetzt erst machen. Und zwar Feld 16 fangen wir hier an. So, 20 Meter. Ein Fahrzeug, ein Vorgewende. Minus 4. Okay, dann generieren mal den Kurs. So, das haben wir erledigt. Dann können wir speichern. 16, 20 Meter. Zack. Kurs speichern. Feld 16. Hallo. Ach. Freunde. Hallo. Ja, ist doch gut jetzt. Feld 16, pflügen. Ah. Zwanzig.
Meter. Zack. So. Hätte man auch drin. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir fahren zu dem Feld und beginnen da auch gleich mit der Arbeit. 16, wenn du da bist, geht's los und Abfahrt. So, der kann das ja alleine machen. Ich guck mal nach meinem Strohsammler, wie weit der ist. Der hat gerade Stroh weggebracht. Der ist auf der Abfahrt zum Feld. Oh, der sieht aber wieder aus, der Anhänger. Holla die Waldfee. Schmutzig, schmutzig, tralalala. Bald ist die Wacherstraße wieder da. Ja, mehr mache ich auf den Feldern jetzt gerade nicht. Macht wenig Sinn. Weil ich hatte da auch einen Grund dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich glaube, Kalender, wo ist er? Ist schon vorbei? Ja, da ist er. Wir können ja nächsten Monat können wir den Raps ernten und den Hafer. Und da habe ich ja dann genügend Zeit, mich um die anderen Sachen zu kümmern, die bei den Feldern notwendig sind. Einsehen kann ich ja gerade eh nichts. Deswegen kann ich mir da ruhig Zeit lassen. Ich werde jetzt auch da nichts mehr einsehen. Hafer. Raps meine ich. Raps oder Gerste könnte ich im nächsten Monat einsehen. Nö. Ich werde mal das einsehen, was ich brauche, und das ist die Sorghumhisse. Also wenn die Felder leer sind, haue ich da überall Sorghumhisse rein. Damit ich da mal ordentlich Sorghumhisse auf Lager habe. Außer bei den großen Feldern. Da werde ich mal mit dem Mohn und mit dem Roggen weitermachen. Genau. Also nächsten Monat einiges zu tun. So, der macht das Feld ja fertig. Da brauchen wir nicht zugucken. Wir können noch mal gucken. Ich glaube, ich habe da was bei den Produktionen gesehen. So, da haben wir ja alles erledigt. Da müssen wir warten, wie der Stoff da ist. Das läuft, das läuft. Die Bioanlage hat auch noch Silage zum Verfeuern. Das läuft auch. Hier ist alles im blauen Bereich. Schweinefutter müssen wir eben warten, bis wir den Mais haben. Heu ist erledigt, das läuft, das läuft. Tomaten laufen. Kalk wird nicht mehr produziert. Da könnte man mal ein bisschen Diesel hinfahren. So, die Käserei, die macht nichts mehr, weil keine Ziegenmilch mehr da ist. Und die Molkerei hat noch keine Milch gekriegt, das lohnt sich noch nicht. Da warte ich mal noch. Diesel wird nicht mehr produziert. Da könnte ich mal gucken, ob ich noch was im Silo habe. Sonnenblumen oder Raps. Ich glaube, Sonnenblumen müsste ich noch haben. Ich weiß es nicht. So, Mineralfutter wird nicht mehr produziert. Das ist ganz übel, weil wir haben keine Vitamine mehr. Also das muss auf jeden Fall erledigt werden. So, ich muss also in die Spedition. Da ist sie auch schon. So, ich glaube, ich brauche dich. Ja, die Lampe ist jetzt blöd. So. Wir fahren zu Fritzi Spitzi. Warenausgang. Das, was wir da bekommen, bringen wir zur Spezialfutterfabrik. Spezialfutterfabrik, da ist sie. Anlieferung, Produktion. Und das wird sein V wie Vitamine. Vitamine. So, machen wir einmal. So viele Vitamine sind es ja gar nicht, die wir haben. Und dann fahren wir los. Und wenn wir schon da sind, können wir da auch gleich das Mineralfutter holen. Das ist nämlich auch gleich voll. Dann können wir uns das sparen. Nehmen wir gleich mit. Dann ist das erledigt. Und Zucker, klar, Zuckerrüben, die brauchen halt noch. Da können wir auch noch nichts machen.
Haben wir das hier schon mal dann so gut wie erledigt. So, dem zugucken, wie er fährt, ist, glaube ich, langweilig. Wir gehen mal da hin zu unserem Heu-Einsammler. Und ich würde sagen, wir machen mal einen Anschnallmodus und holen da das Heu vom Feld. Also, schnallt euch gut fest. Der Anschnallmodus geht los in 3, 2, 1. So, da sind wir am Hof angekommen und es war ja wieder klar, ich müsste jetzt wegen ein paar Meter Stroh sammeln wieder zurückfahren zum Feld, aber da kann mein Monk jetzt schreien, solange er will. Wegen den paar Gramm fahre ich da jetzt nicht mehr hin. Ich lade das hier ab und dann schicke ich den Kameraden mal zur Waschstraße. Ich schalte mal da oben, könnt ihr sehen, schalte ich jetzt um auf Traktor, zack. Dann ist der Parkplatz nämlich jetzt die Waschstraße. Da fahren wir mal hin. Machen wir dich, Kamerad, mal sauber. Und reparieren dich auch, logischerweise. Und dann können wir noch tanken. Das sieht ja auch nicht mehr so toll aus. So, fertig, Feierabend. Parken. So, was macht unser Pflug? Ah, der macht, was er soll. Er pflügt. Was habe ich denn da? Ach, das ist der. Richtig, ja. Mein BGA-LKW. Ja, ich lebe in Luxus. Ich habe einen extra LKW für die BGA. So, wie viel Meter macht mein Steinesammler? Das weiß ich gerade gar nicht. Der hat 23 Meter. Ne, da muss ich warten. Da muss ich warten, bis der fertig ist. So, da haben wir den. Der ist gleich bei der Waschstraße. Sagen wir mal wieder Beta Hallo. Die freut sich immer, wenn wir kommen. Ganz gemütlich hin, wie es der richtig steht. Sieh mal auch da. Hallo, Beta! Küsschen! Und linke Backe, rechte Backe. So, und dann schalten wir mal ein hier. Ui, da war die Verwandlung schon zu sehen. Glänzt wieder wie ein Babypopo. Ich habe übrigens das Linksabbiegen hier etwas geschmeidiger gemacht. Hat mir gar nicht gefallen, dass die so weit vorgefahren sind und dann so eine enge Kurve machen mussten. Das hat mich genervt irgendwann, dann habe ich es geändert. Die fahren jetzt smoother da um die Kurve rum. So, wir sind repariert. Wunderbar. Jetzt fehlt uns nur noch etwas Sprit. Hoftankstelle. Zack. Da fahren wir jetzt hin. Ja, jetzt wird er noch schön rum. Besser wie das, was vorher immer war. Holla. Ein Schluckäufchen gekriegt. Die Vitamine sind auch geladen.
Holla. Ey. Gut jetzt. Es reicht. So, da haben wir ja wieder volle Tanks. Haben wir echt geholt. Da sind wieder 10.000 Liter drin. Das reicht wieder für ein paar Wochen. Dann würde ich sagen, mach dich mal voll. Schlag geht im Bauch ruhig voll, mein Freund. So, dann schalte ich wieder um auf Anhänger. Und dann kann sich der Kamerad einparken. Ja, die Vitamine sind abgeladen. Der LKW ist unterwegs nach seinem Zuhause. Du kannst dich jetzt einparken. Und wir gucken dann eben mal nach dem Flug. Der fliegt so vor sich hin. Wir haben ja noch ein paar Minütchen und sonst habe ich gerade nichts zu tun. Der Rest ist ja alles erledigt. Was machen wir eigentlich hier drauf? Das weiß ich noch gar nicht. Lass ich mal gucken. Was könnte man da drauf machen? Wir könnten drauf machen Gäste. Was habe ich denn da runtergeholt? Boah, ich glaube, da habe ich sogar Gäste runtergeholt. Nee, da machen wir keine Gäste mehr drauf. Da machen wir nächsten Monat. Jetzt ist die Frage. Weizen? Oh nee, ich glaube, Getreide kriege ich genug nächster Zeit. Ich werde noch mal Raps anbauen. Ich muss ja auch an meine Raffinerie denken. Ja, dann machen wir Raps drauf dann. Wenn das Feld dann soweit vorbereitet ist. Stimmt ja, ich wollte noch ein paar Liter Diesel zur Kalkmine fahren. Hätte ich jetzt fast vergessen. Das machen wir noch eben schnell. Die letzte Amtshandlung hier. Das mache ich im Zwei-Wurmloch-Verfahren. Im echten Wurmloch sehen wir uns wieder bei der Raffinerie beim Laden. Beladung Diesel. Und im zweiten Wurmloch sehen wir uns dann bei... Jetzt bin ich im Überlegen. Da ist die Mine ja ziemlich weit weg. Ja, mache ich das mit dem Zug? Ne, komm, jetzt hochsitze ich im LKW. Wie heißt es hier? Kalkmine, glaube ich, oder? Ja, Kalkmine. Da ist er doch. Anlieferung Diesel. Dann machen wir hier auch Diesel rein. Wir machen das einmal. Und wir machen es jetzt. Was kommt denn da jetzt da hoch reingefahren? Ach, der Kraftfutter, richtig. Genau, der hat das Kraftfutter. Zack. So, jetzt finde ich natürlich mein LKW in dem Gewusel hier drinnen nicht. Muss ich mal warten, bis der da irgendwo erscheint. Hallo, LKW? Wo bist du? Du musst doch da irgendwo sein. Oder da? Nee. Oder da? Der ist schon lange draußen. Ach, du heilige Makrele. Okay, dann machen wir jetzt das erste Wurmloch und wir sehen uns dann bei der Raffinery wieder. Nach der Kurve kommt's auch schon, ich sehe es schon und... Hui! So, da sind wir. Ich würde sagen, ich mache mal so 50.000, 60.000 Liter rein. Dann schicke ich den weiter. Wir haben ja schon ein bisschen Kalk angesammelt. 30, 40, 50, ja, machen wir 100.
So. Dass die auch was zu tun hat. Und dann flutschen wir gleich ins nächste Wurmloch und sehen uns dann in der Kalkmine wieder. Da ist's auch schon. Hui! So, da sind wir an der Anfahrt. Ich muss euch sagen, also das ist ein wahnsinnig langer Weg hier zu der Kalkmine. Also die Kalkmine liegt im Arsch von Obertal. Ich glaube, selbst die Kreuzritter hatten nicht so lange Anfahrtswege wie ich hier. Ich glaube, den Kalk hole ich lieber mit dem Zug. Was du mache? Achso, ich habe wieder... Ja, Ich musste nochmal neu starten, weil eine Schranke zu war. Und die hat er zu spät gesehen und ist dagegen geknallt und hat sich dann aufgehängt. Und dann musste ich natürlich wieder starten. Jetzt fährt er wieder zur Dieselstation natürlich. Und ich will ja nicht zur Dieselstation fahren, ich will hier abladen. So, rein mit dem Diesel, dass die Jungs wieder arbeiten können hier. Dann schicke ich mal den Kameraden nach Hause und ich kann mich dann hier von euch verabschieden. Zack. So, erstmal wieder groß machen hier. Und Blasi Aufi. Zup. Ja, meine lieben Freunde der virtuellen Landwirtschaft, ich habe wieder richtig Spaß gehabt, dieses Video für euch zu produzieren. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Dann sage ich mal Tschüss, auf Wiedersehen, goodbye, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter gehen, auf Wiedersehen.